Hallo ihr Lieben. So, ich mache mal ein Fazit zu meiner Reise, die letzte Reise nach Deutschland. Also, angefangen hat das natürlich alles sehr abenteuerlich. Das ist immer abenteuerlich, weil ich genau weiß, ich bin dann so und so viel Stunden, also fast einen Tag unterwegs. Und das ist schon Abenteuer. Und natürlich auch mega lange. Der eine oder andere hat mich gefragt, ja, machst ja freiwillig und musst ja nicht. Natürlich muss ich nicht, muss gar nicht. Wenn ich auch muss, dann muss ich auf Klo. Klar mache ich das freiwillig und trotz all dem bleibt die Zeit immer lang. Das ist einfach so. Und dann kann man auch sagen, pff, bin ich kaputt, es war sehr lang, die Reise. So, bin ich in Deutschland angekommen. Das Wetter war zu dem Zeitpunkt, ich meine bei 30 Grad, das war für mich recht kühl, also ich habe gefroren und ja, ich brauchte erstmal eine Zeit, um mich zu akklimatisieren. Ich glaube, das hat so 10 Tage gedauert, ja, also eine gute Woche auf alle Fälle. Ja, und in der ersten Woche nach dem Ankommen habe ich auch eine Party gefeiert, mit ganz lieben Menschen und da habe ich mich ganz, 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 ganz doll gefreut, also wirklich sehr gefreut. Mit den Leuten, die da waren, habe ich mich sehr gefreut. Ich hätte total gerne meinen Sohn mit seiner Freundin dabei gehabt. Das kleine Problem war, wir wussten nicht so recht mit der Unterbringung, weil bei meiner Mama ist natürlich klar, sie hat Platz. Das ist ein Haus, also eine Haushälfte, ist natürlich Platz. Aber die Betten waren besetzt und ja, somit habe ich gedacht, ach nee, dann lieber danach, schön in Ruhe. Weil wenn man eine Party feiert, dann hat man natürlich auch nicht so dieses ganz nah dran. Und somit war mein Sohn mit seiner Freundin ein paar Tage später dann da. Und wir haben eine super Woche verbracht. Er war bei meiner Mama und dann bin ich mit rübergefahren. Wer meinen Kanal kennt und meine Videos gesehen hat, der weiß das auch. Und somit haben wir eine Woche verbracht. Ich war insgesamt 4 Wochen in Deutschland. Geplant waren eigentlich 3, aber es wurden 4 und das war auch gut so. Ja, wir hatten alle mega viel Spaß. Den einen oder anderen habe ich leider nicht gesehen. Was aber daran lag, dass wenn jemand arbeitet, hat er nur am Wochenende Zeit. Und das konnte ich immer nicht einrichten. Weil das sind ja, wenn du sagst, 4 Wochen bist du da oder 3 Wochen, dann hast du nur 3 oder 4 Wochenenden. Und ja, da hatte ich natürlich immer was auf dem Schirm. Dann war ich in Bremen bei meiner Süßen. Und somit zog sich das natürlich alles, zog ins Land und die Zeit verkürzte sich natürlich. Trotz all dem war es eine sehr intensive, schöne Zeit. Und ja, und als es dann, also wir haben wirklich viel gemacht auch. Also ich war sehr viel Eis essen. Eis essen, oh, ich liebe dieses Eis aus der Eisdiele. Das kommt aber auch, weil, klar, wir haben hier auch eine Eisdiele, aber da muss ich runterlaufen. Und ich habe hier so viele Tiere, ich habe wieder keine Zeit. Das muss immer alles passen. Was aber jetzt auch nicht zum Thema gehört, sondern wenn man irgendwo Urlaub macht, dann gönnt man sich natürlich auch die Dinge, die man sonst nicht macht. Das ist praktisch das Prinzip, wie Eltern und Kinder und wenn Kinder dann zur Oma und Opa gehen. Dann ist das was Besonderes und dann schmeckt das Eis auch besser. So ist das. Ja, und mit meiner Mama und ihrem Freund, den ich auch sehr zu schätzen weiß, ein ganz, ganz lieber Mensch, haben wir eine ganz tolle Zeit verbracht, auch sehr intensiv, viel gelacht, ganz viel gelacht. Ja, und dann kam irgendwann die Rückreise und die lief dieses Mal reibungsloser als letztes Jahr.
Letztes Jahr war ja eine Katastrophe, da habe ich ja in Teneriffa festgehangen die ganze Nacht. Kann sich vielleicht der ein oder andere auch noch dran erinnern. Und dieses Mal war das reibungslos. Ich bin rechtzeitig losgekommen und hatte so schöne viel Zeit für mich, konnte noch schön Kaffee trinken gehen, alles entspannt und in Ruhe und bin trotzdem nachts, auch wenn es nachts war, um 11, also 23 Uhr bin ich hier angekommen. Klar, ist natürlich auch wieder ein langer Tag, aber ich bin an demselben Tag noch angekommen und das ist immer ganz wichtig, finde ich persönlich. Ja, und bis man dann so ins Bett kommt, war dann auch wieder ein paar Stunden später. Ich denke mal, glaube ich, so nachts um 2, weil dann hat man natürlich auch viel zu erzählen. Also Fazit, die Reise dieses Jahr auch wieder nach Deutschland war ein Mega-Erfolg. Ich habe mich sehr gefreut, alle wieder zu, also die wiederzusehen, die ich geschafft habe. Ich habe mich ganz besonders gefreut, meinen Sohn und seine Freundin wiederzusehen. Denn der Freund von meiner Mama, dann von ja, einen guten Bekannten, damals mein Schwager. Da habe ich mich auch mega gefreut mit seiner neuen Freundin. Auch ganz, ganz toll. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Fand ich richtig geil. Und die Party war so hammer, hammer schön. Fand ich richtig toll. Dankeschön. Und ich wollte einfach auch nur einen Dank da lassen an das Ganze, was wir erlebt haben. Ja, das ist also Fazit. Gelungen, super, viel erlebt, ganz tolle 4 Wochen und reibungslos. Dankeschön. Und eine ganze Kleinigkeit, falls neue auf meinem Kanal sind und bis hierhin geguckt haben, mir hilft es echt weiter, wenn ihr vielleicht ein Abo dalasst und die Glocke aktiviert. Das geht. Wenn man die Glocke antippt, dann bekommt ihr immer das Neueste, wenn ich was eingestellt habe. Vorausgesetzt, ihr mögt meinen Kanal. Ansonsten viel Spaß euch allen. Und danke fürs Zuhören. Ciao.